Und nun ist die Frage, was wird aus dem deutschen Außenminister, oder ist die Frage von den Medien nur überspitzt worden? Und ich gebe diese Frage gerne weiter an die Experten im Studio. Die beiden Professoren dürfen sich jetzt dazu äußern, ob sie meinen, dass Westerwelle im Grunde genommen Prügel einstecken muss, die alle bekommen, wegen dieser Entscheidung in Sachen Libyen oder zu bekommen hätten. Ja, man gewinnt ja fast den Eindruck, dass es in der ganzen Libyen-Geschichte zwei Gejagte gibt. Der eine ist Gaddafi und der andere unser Außenminister, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es war ja auch eine Gesamtentscheidung der Bundesregierung. Das heißt, das jetzt auf eine Partei oder eine Person zu fokussieren, ist strategisch sehr geschickt. Denn dann kann man immer sagen, man hätte es selbst eigentlich anders gemeint. Also ich denke, da kommt jetzt natürlich auch ein erhebliches Maß Parteipolitik mit hinein. Ja. Wie der Kollege schon richtig gesagt hat, die Entscheidung wurde von der Kanzlerin mitgetragen, die typischerweise... Nicht nur von der Kanzlerin? Auch von der ganzen Bundesregierung und auch quer durch die politischen Lager überwiegend mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, weil man Angst hatte, sich schon wieder militärisch zu engagieren. Jetzt ist die Sache so gelaufen, wie sie gelaufen ist, und hinterher sind alle klüger. Es kommt natürlich hinzu, das darf man nicht vergessen, die FDP ist seit Jahresbeginn mindestens nicht mehr über die 5% gekommen in Umfrageergebnissen. Der Außenminister hat sich hier kommunikativ in der letzten Woche verrannt und ist damit natürlich verwundbar. Und man ist in der Politik immer allzu gerne bereit, dann auch einen Sündenbock zu finden. Und natürlich ist die Nervosität innerhalb der FDP enorm groß. Ja, aber worum geht es eigentlich? Geht es um Außenpolitik oder geht es um Parteipolitik? Es geht um beides. Es geht darum, dass der Außenminister traditionell viel Sympathie für seine Partei hereinbringt. Die FDP ist die Partei des Außenministers über Jahrzehnte gewesen, und Westerwelle liefert hier nicht. Ja? Er liefert nicht sozusagen Sympathiewerte für die Partei, sondern macht die Partei noch verwundbarer, als sie ohnehin schon ist. Und das erhöht die Nervosität in einer Partei, die die ganze Zeit unterhalb der 5 oder an der 5%-Hürde herumkrebst. Also es ist doch Parteipolitik. Es ist zu einem erheblichen Teil Parteipolitik, und es ist natürlich auch Kritik an den persönlichen Kommunikationsstil des Außenministers, der hier wider besseren Wissens eigentlich Dinge gesagt hat, die man nicht wirklich hundertprozentig ernst nehmen konnte. Wie wird diese Diskussion um den Außenminister, um diese innenpolitische Außenpolitik im Ausland gesehen? Wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist, glaube ich, die wirtschaftlich sehr viel wichtigere Frage. Erfreulicherweise ist es auch so, dass der Vertreter des Übergangsrates vor 2 Tagen eine Liste von Ländern aufgezählt hat, von denen man sich Aufbauhilfe erhofft. Und da war Deutschland an 3. Stelle genannt. Also es ist eine Unterschiedlichkeit, wie die Deutschen selbst hier ihre vermeintliche Schuld des Nichtmitmachens empfinden, wie sie uns von unseren europäischen Partnern in Anführungszeichen vorgehalten wird, auch vor dem Hintergrund dann besseren eigenen Zugang zu libyschen Märkten zu erhalten, und wie es die Libyen bzw. wie es innerhalb der arabischen Welt selbst gesehen wird. Und dort wird es weniger dramatisch gesehen, da ist Deutschland nach wie vor ein wichtiger Partner. Schauen wir mal gemeinsam auf eine Rede des Bundesaußenministers Westerwelle vor den Botschaftern, die sich auf einer Botschafterkonferenz im Außenministerium in Berlin seit gestern zusammengefunden haben. Dort hat er heute gesprochen, und wie passend, über die Wichtigkeit von Wirtschaftspolitik in Krisengebieten, vor allem zum Beispiel auch am Beispiel Nordafrika, festgemacht. Unsere wirtschaftliche Kraft, sie eröffnet uns politische Gestaltungsmöglichkeiten, ausdrücklich auch in der Außenpolitik. Unseren außenpolitischen Einfluss wollen wir nutzen, um die Globalisierung mitzugestalten. International und global wollen wir die Rahmenbedingungen so mitsetzen, dass sie wirtschaftliche Dynamik begünstigen und nicht erschweren. Nehmen Sie beispielsweise unser Engagement in Nordafrika. Deutschland unterstützt die Menschen dort auf ihrem Weg zur Freiheit, Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung. Denn ob der Wandel in diesen Ländern Fuß fasst, wird auch davon abhängen, ob es für die Menschen spürbar wird, durch mehr Freiheit und mehr Chancen auf persönlichen Wohlstand. Die Menschen im Norden Afrikas, in Tunesien nicht anders als in Ägypten, übrigens auch in Libyen nicht anders als zum Beispiel in Marokko oder in Jemen oder in Bahrain. Die Menschen in der Region, sie sind nicht nur auf die Straße gegangen, weil sie mehr Demokratie und politische Freiheitsrechte zu Recht einfordern, sondern auch, weil sie persönliche Lebenschancen einklagen, und zwar auch dieses mit vollem Recht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gute Regierungsführung stärkt die Verlässlichkeit eines Staates und schafft so auch den notwendigen Rahmen für neue Investitionen,
weil man nur dort investiert, wo man Verlässlichkeit eben durch gute Regierungsführung auch vorfindet. Politik ist dabei mehr als staatliches Handeln. Wenn Politik und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten, dann können wir mehr erreichen für die Menschen vor Ort und für unser Land. Deutschland ist international ein gefragter Partner, gerade auch, weil die deutsche Wirtschaft einen ausgezeichneten Ruf genießt. Wir sind verlässlich. Das ist der Ruf der Deutschen, der Politik, genauso wie der Wirtschaft. Wir gehen nicht in Länder, um zu investieren, kurzfristig, opportunistisch Gewinne abzuschöpfen, sie mit nach Hause zu nehmen und lassen dann leere Gebäude als Hülle zurück, sondern die Philosophie der deutschen Wirtschaft, genauso wie die Philosophie der deutschen Politik ist, dass wir uns in Ländern nachhaltig engagieren, dass wir Partnerschaften auf gleiche Augenhöhe gründen wollen. Und deswegen haben wir auch gerade in diesem Bereich einen so guten Ruf weltweit. Wir wollen helfen, jetzt die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sich eine selbsttragende wirtschaftliche Dynamik auch entwickeln kann. So, wir sind verlässlich, hat der Bundesaußenminister gerade gesagt. Wie verlässlich sind wir Deutschen denn momentan in der Außensicht, auch vielleicht im Blick auf die Vereinten Nationen, auch auf den Sicherheitsrat? Also es gibt sicherlich Defizite in der Verlässlichkeit oder in der Vorhersagbarkeit der deutschen Politik. Es war einigermaßen überraschend, wie der Außenminister im Sicherheitsrat abgestimmt hat. Es fehlte da auch an Kommunikation mit den Partnern. Aber wir haben doch auch in der, Professor Dittmann, in der Politik in der Vergangenheit, zum Beispiel in der Schröder-Fischer-Regierung, auch solche im Grunde genommen Rückzüge beobachten können, die international kritisiert wurden. Kann man das in gleicher Weise sehen oder warum schlagen die Kritikwellen jetzt so hoch? Ja, wie gesagt, die Wahrnehmung der Kritikwellen als besonders hoch ist, glaube ich, eine typisch deutsche Sicht. Also die sogenannten deutsche Diskussion. Ja, die europäischen Partner haben das längst übersprungen, hatten sich ja auch Jahrzehnte an eine deutsche Sonderrolle gewöhnt. Und jetzt fixiert man eigentlich die zukünftigen Geschäfte an. Und dabei geht es jetzt darum, unter anderem mit dem Argument des Deutschen, sich militärisch heraushaltens, jetzt Marktanteile zu sichern. Die bisherigen Haupthandelspartner von Libyen waren Deutschland und Italien. Mhm. Und hier drängt ganz massiv Frankreich in diese Rolle. Und man will Deutschland hier als künftigen Aufbauhelfer, das ja auch mit finanziellen Anreizen verbunden ist, und als Handelspartner möglichst an den Rand drängen. Frankreich strebt hier die Vorherrschaft in der neuen Mittelmeergemeinschaft an, die ja jetzt erstmals möglich ist. Denn Gaddafi war da bisher immer das Missing Link. Libyen gehörte nicht dazu. Und jetzt gehören alle Mittelmeeranrainer dazu. Und da will Frankreich das Sagen haben. Also ist das der Begriff der Nachhaltigkeit, der Außenminister gerade angesprochen hat, dass sich Deutschland da eine gewisse Nachhaltigkeit in eigenen Investitionen vielleicht sichern möchte? Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Man muss allerdings noch vielleicht hinzufügen, dass das singuläre Event eigentlich war, dass Deutschland gegen alle großen NATO-Partner im Sicherheitsrat gestimmt hat. Das war bei früheren Regierungen etwas anders gelagert. Da hat man sich vorher Allianzpartner gesucht. Da gingen die Konfliktlinien manchmal mitten durch die Allianz durch. Das hat die Situation sicherlich schwierig gemacht. Allerdings ist es vollkommen richtig, dass die etwas aufgeregte Debatte in Deutschland andernorts nicht ganz so dramatisch gesehen wird. Zum Schluss noch mal die Frage in Richtung Westerwelle. Ist er so haltbar, so angeschossen, so wie er angeschossen wird? Und rechnen Sie beide damit, dass die Debatte veräppt und alles in Ruhe weitergeht? Oder ist diese Parteipolitik doch nicht mehr aufzuhalten und man wartet nur auf einen bestimmten Zeitpunkt, ab dem man dann sagen kann, so, das war's? Ich rechne eigentlich damit, dass er diese Krise jetzt noch übersteht, wobei man da natürlich ganz vorsichtig sein muss mit Prognosen. Und wie lange heißt das dann? Wenn er das jetzt übersteht und keine größeren Fehler macht, wird er die Legislaturperiode absolvieren. Man muss allerdings hinzufügen, dass solche Klausurtagungen, wie sie jetzt im Moment stattfinden, die FDP-Fraktion hat eine Klausurtagung, dass die ein gewisses Element von Gruppendynamik beinhalten. Und unberechenbar sind, wie auch andere Parteien schon bewiesen haben. Richtig. Herr Professor Dittmann, Sie und Ihre Prognose für das wie auch immer man dieses Datum jetzt nennen mag, was den Bundesaußenminister Westerwelle betrifft. Ja, eben wurde ja schon angesprochen, dass die Schicksale der beiden Hauptgejagten, Gaddafi und Westerwelle, vielleicht auch zeitlich zusammenhängen. Das ist eine Sache, die seine Partei in erster Linie jetzt untereinander entscheidet. Und wie gesagt, es ist, wie der Kollege richtig sagte, glaube ich, eine spezielle Form deutscher Hysterie, hier bestimmte Ereignisse überzubewerten.